Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Frontier. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. So, wir waren dran, unser Herbizid zu verkaufen, um die Spritze abzugeben. Ich muss mal kurz zusammenrechnen. Marc und Martin sind natürlich heute dabei. Wir sind mit der Feldarbeit soweit fertig, oder? Ja. Okay, gut. Das heißt, die Felder sind alle durch. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt unser Waldfeld werden wir umlegen, werden das zu einem Feld machen. Wir müssen richtig Gas geben, weil wir müssen das Ganze noch bestellen. Und zwar bevor... Moment. Bevor es Nacht wird, bevor wir wieder spulen. Verkaufen wir die Herbizide oder verkaufen wir sie nicht? Ich würde sagen, wir verkaufen sie, oder? Wollen wir sie verkaufen oder nicht? Ja, ich frage nochmal nach. Habt ihr euch überlegt, ob ihr eventuell Interesse an Herbiziden hättet? Wie viel Herbizid hast du denn? Also, 2000... Ja, lass mich rein. 2300... 3100... 4700... 4700... 4800, warte kurz. Also 2000 sind im einen Container. Moment. 4800. 4800. Also wie viel willst du dafür haben? Warte kurz. Also einer kostet 2,4. Mhm. So, das sind... ...5760 wären's, was es kosten würde. Ja, keine Ahnung. Ein Tausender weniger. Also 5700. Also die 1000 Liter kosten 1200, nicht 2,4, weil in einem Container sind 2000 Liter drin. So habe ich es auch gerechnet. Achso, okay. Ich habe ja 4800 Liter. Ja, genau. Genau, die würden 5760 im Shop kosten und 4700 wird man haben wollen. Oder 4,5 können wir auch machen. Ja, können wir machen. 4,5. Wo sind die? Die stehen bei mir auf dem Platz. Okay, müssten wir dann wahrscheinlich auch wegholen, ne? Ich würde euch eine Ladung mit rüberfahren. Das wäre sehr freundlich, machen wir das so. Und Lukas, du kannst ja die Spritze hier hinterher, du fährst mit der Spritze rüber, machst die voll. Genau. Also 4,5 überweise ich dir dann. Wie viel kriegst du hier rein in die Spritze? 1,2. 1,2. Nee, warte, wir machen... warte mal, dann machen wir es anders. Habt ihr eine Seilwinde? Ich wollte gerade sagen, dann nimm doch den New Holland hier mit Seilwinde mit rüber, Lukas, und dann zieh die Dinger hier mit rüber. Ich wollte gerade sagen, mit der Seilwinde bist halt ratzfatz drüben. Machen wir so. Überweise ich dir. Okay, super, danke. Stop. Ciao. Ciao. So, hab gerade verkauft unsere Herbizide. Werden die abgeholt oder müssen wir die liefern? Wieso kann ich die Aktion hier nicht durchführen? Mit dem Entladen. Wir müssen ein bisschen auf dem freien Platz fahren. Geht nicht. Hä? Hä? So kann ich die nicht entladen. Weiß nicht, lass mich mal reinspringen. Boah. Ja, ihr sagt behalten, ich weiß, aber wir machen es jetzt weg, verkaufen die Spritze, wir kriegen mit dem Striegel, kriegen wir das alles hin. So, Spritze ist leer. Aber frag mich nicht, warum. Nee, keine Ahnung. Okay, gut, alles klar. Das kann man so zurückgeben. Spritze, wenn sie leer ist, kann zurückgegeben werden und der Flug kann gemietet werden. Das wird direkt starten können. Ich hole den Flug, ich setze den Chassis zurück. Ich bin schon beim Händler. Ah, perfekt. So. Okay.
Ich habe Steuerung I gedrückt. Ist doch eigentlich ausleeren, oder? Nur I. Ah. Okay, dann habe ich falsch gedrückt. Wir wollten gerade Freezys Flug klauen, aber er kam leider schon. Ja. So, da fahre ich dir mal kurz ein bisschen entgegen hier. Sukkulant können wir sein. Und dann gucken wir mal, dass wir die 4.500 aufs Konto kriegen und dann passt das. Da kommt der schon angedüst. Wer? Keule ist das. Ah, okay. Wir hätten mal alle Bäume roden sollen hier. Ja, es geht schon. Wusste ich gar nicht tatsächlich. Es gibt wohl eine Landwirtschaftsbewegung, die Bäume auf den Acker pflanzt. Also Baumreihen. Okay. Hier, war der nicht weg? Der Pflege drauf, der JCB? Glaube ich nicht. Das ist aber... Probiert mal bei den Rüben. Oh. So. Produktionen. Brot, ja doch, das füllt sich langsam. Das füllt sich langsam. Gut, sind wir für die Nacht dann auch wieder gewappnet. Gut, was steht an? Was können wir machen? Du pflügst das Ganze jetzt dort. Zieh über den Weg drüber. Okay. Zieh über den Weg drüber, mach komplett drüber. Keine zwei Felder machen. Da muss wahrscheinlich auch Kalk drauf, oder? Ja. Jo. Ja. Steht hier aber schon. Steht schon alles da. Ist perfekt. Sogar gedüngt. 50%. Ah ja, perfekt. Genau. Obwohl, zieh einmal drüber. Es schwankt hier so irgendwie. Was hab ich denn jetzt für einen Soundbug? Ist mein Sound weg? Hä? Mein Sound ist weg. Wieso habe ich denn jetzt keinen Sound mehr? Ich höre keine Traktoren mehr. Lol. So. Das wird ein wildes Feld hier. Aber wir können nichts machen, oder? Wir können nichts machen. Nee. Wir können theoretisch die Mission machen, die Erntemission. Und uns den Raps holen, ne? Aber dann müssen wir Strafe zahlen, hat der Chat geschrieben. Und ich glaube, das ist auch so. Ach, sobald du ein Korn erntest, oder was? Ne, wenn du es nicht abbrichst. Wenn du es zu dir fährst. Lass es doch mal im Anhänger und brech es mal ab. Ich will es nicht. Nee. Abbrechen, da sind die Geräte weg. So, ja. 92, wo ist denn die 92? Ganz links oben. Links. Ah, da. Die wird sich Keule irgendwann holen. Aber es hat noch keiner wieder Felder gekauft heute. Können wir nochmal Bäume entfernen? Mal blöd gefragt, wenn ich die jetzt so umhau, könnt ihr dann einfach nochmal entfernen drücken? Also, dass wir kriegen wir ja kein Kapital raus. Naja, müsst ihr mit den anderen abbrechen, ne? Kannst du das mal fragen? Ja. Mach mal die kleinen Bäume noch weg, Martin. Ja. Weil da sind die Stümpfe auch gleich mit weg. Wenn du noch irgendwo kleine Bäume siehst, sag Bescheid.
Weil die sind, haben auf jeden Fall eine Colli. Ich glaube, die haben noch keine Stimmen für die Kleinen. Ja, mal gleich sehen. Doch, haben sie. Haben sie. Haben sie leider. Gespannt, lass mal gucken, wenn was Mark jetzt sagt. Könnte nicht gefällt werden, das passt. So. Freezy macht gerade Holz. Aber die würden die zwei Bäume, die sie da angefangen haben, quasi einmal fertig machen und ja, danach könnten wir nochmal bereinigen. Okay. Müsste hier in der Mitte der Baum, wenn der weg, der Laubbaum. Welcher? Hier in der Mitte steht so ein komischer Laubbaum. Mit weg. Ja, wo? In der Mitte bei dem Weg dort ist ein Laubbaum. Hier? Nee, hinter mir. Hinter mir bei dem Weg dort. Dann mach ich knall jetzt erstmal die Bäume hier noch um, die weggehen. Ja. Ey, nur zur Info, die Zeit ist auf 0 Mark. Danke. Da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Fläche hier rausholen. Das funktioniert ganz gut. Also nach der Folge wird bereinigt, ja? Ja, zum Beispiel, also genau, wir müssen uns so mit Freezy einmal kurz schließen. Ja. Ja, dann hau ich die jetzt alle weg hier. Alles weg, ja, ja. Gut. Radikal. Alles, was geht, hätte ich gesagt. Ja. Boah, Alter, was ist denn das für ein Oschi, ey? Völlig krank. So. Perfekt. Der kann auch noch weg. Das Problem ist, die Bäume rausziehen bringt uns nicht viel. Weil wir... Ach, der hier. Weil wir die Stümpfe im Weg haben. So, der kann auch weg. Der kann auch noch weg, bestimmt. Der ist schon weg. Der ist auch weg. Die werden nicht gehen. Oh, die gehen auch. Krass. Also das wird ein ganz schön großes Feld hier, ne? Theoretisch könnte man es mit der 18 zusammenlegen. Was könnte man das? Ich bin gerade schon dabei. Mit der 18 direkt zusammenlegen, weil die hier frisch angesät ist. Also dann ja, machen wir da einfach ein großes Spaß, oder? Mach ich ja gerade, weil das ist ja eh verschenktes Land, was man nicht ranlagern würde. Was haben wir aber? Hafer haben wir ja eigentlich genug. Ja, können wir anders ansehen und dann beim nächsten Mal eine Frucht. Jo. Ja.
Alter, was hier noch weggeht, ist ja der Wahnsinn. Das Gebüsch nervt ein bisschen, das Gebüsch wird sich aber fast alles entfernen. Hoffen wir es mal. Ja, ja. Also ein bisschen was bleibt liegen, das haben wir ja bei der Felderweiterung auf der 22 gesehen. So, ich glaube, das war's bald. Was war's bald? Hier mit, was man alles umsägen kann. Ich bin noch am Sägen. Oh, super. Also ich habe bestimmt noch mal 10 Stück umgehauen jetzt. Alter, ein Gravenzmann hier. Ein dicker Oschi. Ein dicker Oschi. So, jetzt müssten aber alle umfallen, oder? Der ist umgefallen, der ist umgefallen. Der ist umgefallen. Hier steht tatsächlich auch noch einer drin, ey. Das gibt's ja gar nicht. So. Das auch, warte mal, wo hängen die denn? Ja. So. Mitarbeiter auch mal loben, da habt ihr recht. Die sind wirklich gut. Die Jungs sind wirklich gut. Die Jungs sind wirklich gut. Passt. Martin ist halt auch richtig fit, muss man wirklich sagen. Marc ist halt manchmal Doppelagent, aber Marc ist ein schlaues Köpfchen. Und das ist das Gute. Auch wenn er manchmal Doppelagent ist, macht nichts. Er ist ein schlaues Köpfchen. Das ist das. Marc ist der Denker. Martin ist der Macher. Perfekte Kombi. Können wir wegen mir immer so lassen. Ich weiß nicht, für wen das jetzt gerade ein Kompliment ist. Ey, pst. Nein, Martin ist ja auch. Martin hat ja auch immer gute Ideen. Da kann man ja gar nichts sagen. So, hier drüben haben wir noch alles weggemädert. Alter, krass. Das wird ein Feld, aber. Was hier noch umgefallen ist, ist ja zu heftig. Ich überlege gerade, ob wir einen zweiten Dings holen, einen zweiten Flug, dass wir hier vorankommen. Die dann hätten wir einfach einen größeren mieten müssen, oder? Was? Wir hätten einfach einen größeren mieten müssen. Achso, einen zweiten Flug mieten geht ja wieder nicht. Ja. Ja, ich lag jetzt sind fertig. Die gehen alle nicht hier drüben. Nee, nee, die gehen alle nicht. Nee, keine Chance. Die gehen alle nicht. So, da haben wir alle, oder? Hier drüben noch mal schauen, aber theoretisch müsste alles liegen. Ah, die können wir doch nicht umhauen, weil das Feld uns nicht gehört. Wenn uns, ich glaube, wenn uns die 11 gehören würde. Ja, dann geht das. Der ist gesägt. So. Der liegt. Auch nicht fällen. Nee. Okay. Gut. Dann sei es drum. Ja, die 11 und die 12. Oh, der geht noch. Nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ja, wahrscheinlich erst, wenn wir die Felder rundherum gekauft haben, tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dass zwischen den Feldern immer so ein Streifen ist. Naja. Es könnte sein. Also teilweise. Was kostet ein großer, was... Naja, warte, ich guck gleich mal. So, jetzt sind wir aber einmal rum. Gut, dann passt das. Dann schauen wir mal ganz kurz in den Shop. Pflüge. Was hast du für einen geholt, Martin? Den Querneland, den 3,5 Meter. Aber wir haben halt auch mit dem PS dann, also Lemken würde noch gehen, aber danach ist Schluss. Der Lemken lohnt sich kaum. 6 Meter, ja, ja. 3.800 würde der ganz große. Da haben wir den PS nicht für. 3.000 würde der 4,5 Meter kosten. Also 4,9 Meter. 1,50 Meter mehr knapp. Was ist denn Martin? Das lohnt sich da nicht mehr.
Hast du schon die Hälfte fertig? Ja. Du hast ja wirklich schon die Hälfte fertig. Hallo. Moin moin. Na Tino, geht's dir gut? Ja, es geht. Das ist schön, das freut mich. Ja. Hast du auch einen tollen Stream heute? Nicht in Worte zu fassen. Nicht in Worte zu fassen. Brauchst du 100.000 Rüben zum Vermieten für 250.000? Hast du schon Rüben geerntet? Na klar. Oh wow. Ach du Scheiße, warte mal, war das jetzt meins? Kann man Flüssigdünger von anderen tanken? Ja. Man kann sein, dass ich jetzt Freezy, das ist Freezys, dem sagen. Du hast ernsthaft schon so diesen Snitch-Move mit den Rüben gemacht? Unfassbar. Was denn für ein Snitch-Move? Oder hast du Rüben angebaut? Nö, ich hab doch Rüben nicht angebaut. Blockiere ich mir ja meine Felder mit den Rüben. Ne, wo hast du die denn her? Auf dem Auftrag. Du hattest einen Rübenauftrag? Ja, bei Freezy drüben auf der Insel. Oh wow. Kriegst halt Strafe, aber kommst ja trotzdem besser weg, als wenn du dir die Scheiße mietest und selber machst. Und du willst, jetzt mal Real Talk, du willst 250.000 dafür? So, wie wolltest du? Deswegen habe ich gedacht, ich nehme einfach dein Angebot und gebriet es dir an. Also mir wurde gesagt, du würdest für 250.000 die Rüben kurzzeitig vermieten. Das ist aber so noch nicht ganz fest gewesen. Wir hatten nämlich nochmal drüber nachgedacht und wollten 25 nur machen. Oh, das ist aber 250 auf 25, da bist du aber runter. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich danke dir für das Angebot, aber unsere Rüben sind tatsächlich morgen erntereif. Das ich weiß, ich sehe es ja und da passt natürlich der Gewinn von heute wie die Faust aufs Auge, gell? Ja, mit den 60%, das ist tatsächlich so, ja. Ja, das werden wir auch dafür. Ja, muss auch mal sein, muss auch mal, ne? Ach, da macht... Ach, euer Rübenernter fährt noch, sehe ich gerade. Ja, der fährt noch, aber die 100 sind schon runter. Ne, dann gib mir die doch mal. Na gut. Gut. Kann man nichts machen. Ach, ich lass das einfach drin. Jo, alles klar. Na, dann viel Spaß. Wieso hat er einen Rübenauftrag? Ich würde mich jetzt ärgern, wenn wir gerade das angesehen hätten, aber es lohnt sich nicht zu ärgern, weil unser Feld halt tatsächlich gleich erntereif ist. Ja, der hat ihn anscheinend schneller gesehen als Björn. Das. Die einzige Erklärung, die ich habe. Ja. Es sind doch morgen erntereif, oder? Ja. Morgen müssten wir erntereif sein. Jederzeit eigentlich, oder? Ja. Drei Felder wären erntereif. Die 15 wird auch erntereif. Da haben wir Gerste. Und dann müssen wir Felder kaufen, Leute. Dann müssen wir endlich Felder kaufen. Aber dann mit Sinn und Verstand. Dann müssen wir wirklich gucken, wer... hat Felder. Du kannst hier nochmal eine ganz schöne Ecke erweitern, Martin, hier drüben. Dann. Ja, wenn dann die Bäume wechseln, ja. Genau. Soll ich schon mal Kalk ziehen? Nee, lass mal, das sehe ich erstmal noch hier, wo was. Naja, wir haben auch nur noch eine Minute, davon mal abgesehen. Ärgerlich. Ja, jetzt stehen wir da und wissen nicht, was wir machen sollen. Okay, welche Felder können wir kaufen, bedenkenlos? Welche Felder können wir bedenkenlos kaufen? Wir können kaufen die 13, weil die hat Keule und Freezy. Keule und Freezy haben die. Also die 13 können wir bedenkenlos kaufen. Die 19 kaufen wir ja sowieso. Und die 17 hat Keule auch. Die 1 oder 2, eins von beiden hatte doch Freezy mal gekauft. Und die 12 hat er auch. Ja. Also 13, 17, 19, die können wir erstmal bedenkenlos kaufen. Weil die 17 hat Manu. Ach, gucke mal. Was denn? Legen die auch gerade das Feld um, das Holzgebiet als Feld? Ja, ich glaube schon. Die machen das gleiche wie mir. Deswegen haben die sich auch diesen Pflug geholt. Ja. Er kam 1:1 mit dem gleichen Traktor, mit dem gleichen Pflug.
Die haben Gras drauf gemacht. Gut, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Tschüss und ciao.